Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Card Collectors. Und heute, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich habe Sandro und Sarah angerufen, kommt sofort ins Studio, es ist was passiert. Was ganz Dringendes! Es ist dringend. Und zwar war ich in Zürich. Ich war shoppen, ich wollte eigentlich nur eine Reservation tätigen für ein Pokémon TCG Set, das später einmal exklusiv vorhanden sein wird bei einem Anbieter. Und plötzlich entdecke ich in der Pokémon TCG Section. Wir haben unseren Augen nicht trauen können, als Pascal das gezeigt hat. Ich muss gerade mal einen Livestream schicken, gerade mal kurz Shaky Cam, die Video. Schaut, was passiert ist. Schaut, was ich da vor mir habe. Ja. Ich konnte es nicht fassen. Heute ist Dienstag, der 20. August und das Set Hidden Fates, das Set, nicht irgendein Set. Das Set. Wir haben es da. Es ist einfach, es war in der Auslage. Zwei Boxen waren da. Ich weiß nicht, Sarah, kannst du mal kurz zeigen, was wir uns hier ergattert haben? Wir haben uns keine drei Boxen. Im Prinzip haben wir da Wir haben zugeschlagen, abgeräumt. Set mit eigentlich acht Stück von den Promo-Boxen, ich zeige sie schnell einzeln. Genau. Sind jeweils, genau, Sandro hat auch schon eins in der Hand. Mew und Mewtwo mit den Promokarten drin und natürlich jeweils drei Hidden Fate Boostern drin und den Pin, den besonderen, entweder Mew oder Mewtwo. Genau, und wenn ihr unser Video zu Hidden Fate schon geschaut habt, wisst ihr, mit dem Set, mit der Pin Collection beginnt das Abenteuer Hidden Fates erst. Ja. Das ist das erste Produkt, das erscheint. Über die kommenden Wochen und Monate werden ein weiteres Set hinzukommen, auch wieder mit Hidden Fates. Ja. Aber das hier, das ist das erste. Der Startschuss. Der Startknall, wenn du so sagen willst. Nein, aber echt der Donnerblitz, der Draco-Meteor eigentlich. Genau. Und zwar ein paar Tage zu früh und wir dachten, wir wollen euch das nicht vorenthalten. Ihr habt genauso lange auf das Set gewartet wie wir. Bereits seit, ich weiß nicht, haben wir das hier, GX Ultra Shiny in Japan erschienen ist, im Herbst 2018. Ist ja schon lange her. Ja. Seitdem das Set angekündigt wurde, warten wir gespannt drauf. Jetzt ist es endlich soweit und sogar 3 Tage vor dem Release haben wir es hier auf dem Tisch. Mhm. Und wir können selber kaum erwarten, das aufzumachen und endlich zu sehen, was da alles für Schätze und Karten drin sind, was sie für Layouts haben, was sie da alles noch reingepackt haben. Ich weiß nicht. Was ist denn ein Booster drin? Genau. Wie sieht so ein Booster aus? Was steckt drin? Was ist drin? Ganz kurz noch, bevor wir loslegen, wir werden heute zwei dieser Pin Collections öffnen. Danach werden wir den Rest bei uns auf den Webshop stellen. Ihr könnt also schon vorzeitig bestellen. ihr könnt schon früher dabei sein. Und dann ab Freitag ist der offizielle Release. Dann kriegen wir eine ganze Flut von den Hidden Fates Produkten. Dann könnt ihr wieder bestellen. Aber ihr habt jetzt die Chance bei Card Collectors zu den ersten zu gehören. Bei uns auf dem Webshop cardcollectors.ch könnt dabei sein, könnt früh schon in die Schachteln rein gucken, könnt eure eigenen Openings machen und wir machen es auch. Yes, let's go! Woo! Leute. Ist euch eigentlich bewusst, was in den Boostern drin ist? Was drin sein kann. Habt ihr das gesehen? Habt ihr unsere Videos verfolgt? Mhm. Wir sehen hier zum Beispiel gleich, wenn ich es hier aufmache, so sieht's aus. Jetzt ist Mew rausgeplumpst. Wir haben hier entweder den Mew-Pin oder wir haben den Mewtwo-Pin dabei, je nach Box, die ihr euch abgreifen könnt, in unserem Shop zum Beispiel. Dazu kommt natürlich die Promokarte Mew. Wow, guckt euch das an. Das glitzert. Schöne, wirklich sehr, sehr schöne Karte. In der anderen Box natürlich dann noch das Mewtwo dabei. Wow, aber das Holo, Mann. Auch ganz wirklich krass schön, gezeichnet, ne? Ach, so voll, wie, ja. Ein bisschen abstrakt, muss ich sagen. Muss der Künstler Kawaiyu sein, oder? Kawaiyu? Das könnte sehr gut sein. Horrific, DNA, es steht sogar drauf, wie es hergestellt wurde.
Promo. Ihr seht hier SM 214, 214. Wow, wunderschön. Und jetzt, wenn ich euch die Booster zeige. Shiny. Wir haben die drei Vögel drin. Shiny, Leute. Und ganz, ganz viel andere Karten. Ist Mew eigentlich auch shiny oder kann man das sagen? Wie sieht man Mew in shiny aus? Mew in shiny ist eher bläulich. Ah, natürlich, ja genau. Aber eher bläulich. Ist jetzt bei dem Set leider nicht vertreten. Aber Mewtwo. Mewtwo und ganz, ganz viele andere. Wir starten, denke ich mal, unser Glück mit den drei ja, zeig Vögeln. Mal, was wir eigentlich haben da. Der Stapel mit den 12 Boostern, das müssen wir schon kurz in die Karte. Okay. Weil so viele Hidden Fates Booster wow. habe ich noch nie gesehen. Nein. Das ist klar, ja. Verdummt. Ja, ist klar. Ne, ich bin gerade ein bisschen hin und weg. Es ist Hidden Fates. Also, walte deines Amtes, zeig uns. Ich bin so gespannt. Ich warte nicht mehr lange. Ich mach's einfach mal auf. Ich denke mal, Kartentrick, ich mach mal drei. Drei ist eigentlich immer sicher. Und dann wäre die hinterste wäre jetzt eine Energie. Die hinterste wäre eigentlich eine Energie, aber in dem Fall wären es vier. Wir probieren es aus. Wow. Ich probiere nicht zu rushen, damit wir auch die Artworks genießen können. Das ist so ein bisschen fast oldschool. Wow, die Karten, Leute. Das kennen wir, das Arktos im Hintergrund. Genau. Das sind eben auch von den Japanischen einige, aber auch einige. Wie schön ist die? Ist aber nicht die, die Reverse Holo. Und Aquana Holo. Und die letzte ist dann die Energiekarte. In dem Fall sind es vier. Wow, okay, das erste Booster. Ihr seht hier auch Artworks, die eigentlich, die es noch nie gegeben hat, ne? Die gibt's jetzt wirklich nur im Hidden Fates, nicht mal auf Japanisch. Sehr viele von den Karten habe ich echt auch noch nicht gesehen. Wir haben ja auch die japanischen Sets alle aufgemacht und da sind neue dabei, neue Designs. In der Regel kommen ja immer die japanischen, kommen ja eins zu eins in die englisch-deutschen Sets rein, aber da sind jetzt neue Designs dabei. Also, dass die extra für das Set nochmal neue Designs rausgebracht haben. Es ist schon ein Zusammenschnitt von verschiedenen Sets. GX Ultra Shiny ist drin. Ein paar Sky Legend Karten auch. Sky Legend sind sicher drin, ja. Okay, aber doch auch. Guck euch das an. Eine Shiggy. Giovanni. Es ist wow. Guckt euch die Zeichnungen an. Super schön. Richtig schön. Sklumanda. Sklumanda immer toll. Wow. Anton. Oh, die erste Shiny-Karte. Wow. Das ist sozusagen die Reverse-Holo-Karte. Die Reverse-Holo. Man rechnet gar nicht mit dem. Und plötzlich kommt da eine Shiny-Karte. Die erste Shiny-Karte. Schaut euch das an. Was für ein Regenbogen. Aber es ist ja noch nicht fertig. Nee, wir haben... Wir hatten es von Giovanni. Lass uns die mal kurz finden. Hier. Wo ist die? Die ist im, beim gleichen Booster drin. Ne? Gleichen Booster. Erst Wow, guck, die Struktur. Ja, crazy. Hey, wie krass ist das Set? Ihr habt eine Reverse Holo, was ja im Prinzip die Shiny Karte sein kann. Plus noch die Möglichkeit auf eine Full Art, Rare, Secret Rare, was auch immer. Secret Rare. Oh mein Gott! Und die Secret Rare ist einfach da drin, weil wir haben ja keine Booster-Boxen, wir haben nicht 36 Booster. Nein, das heißt, ja. Mit jeder Packung, die eröffnet, kann wieder eine Secret Rare drin sein. Wir haben jetzt unser Glück noch mit lang jeder nicht Packung. Nein, nein. Wow, die Struktur, Leute! Zweite Booster. Wow, was für eine Karte! Das ist genau eure Karte, das oder? Ist krass. Team Rocket. Unglaublich! Die Karte habe ich noch nie in der Hand. Nein. Giovanni, wow. Ein Moment der Ruhe nachher für mich und die Giovanni. Das war das zweite Booster. Können unsere Nerven das mitmachen? Ich mache noch einen Pack mehr, mal gucken, was hier drin ist. Wir müssen sie mir wild. Mir dreht der Kopf, Leute. Okay. Ich drehe durch. Vier Karten. Okay.
Wir machen weiter, wir haben noch so viele Boosters. So, Saphon. Oh, auch schön im Hintergrund. Sabrina. Chameleon. Genau, Raupi. Haben wir schon gesehen. Haben wir auch schon gesehen. Richtig. Oh, mit Regenbogen. Schön. Anton. Und die Reverse Holo. Noch eine Energie. Ja? Ich wusste gar nicht, dass sie die zweite Reverse Holo Energie und Spantibos. Das ist aber schön. Das ist echt hübsch. Das ist auch gut. Regular Rare, aber trotzdem viele, viele Herzen. Aha. Süß. Ich habe drei aufgemacht. Mach du die Hälfte, mach du die andere Hälfte. Ich war schon, falls ihr es gesehen habt, beim englischen Dreh dabei. Das englische. Ich durfte schon mal rein. In das neue Set. Besser als jeder Burger. Auf hey, das ist ja unglaublich, Leute, was hier für Karten drin sind. Ja. Wow. Dichte an ja. Ja. Und krass. Hier ist halt nicht wie im Japanischen, hier sind halt wirklich 10 Karten drin. Mhm. Wow, cool. Das ist jetzt ein Artwork, was ich noch nicht gesehen habe. Habe ich noch nie gesehen. Definitiv. Absolut neu. Das sind neue Artworks, unglaublich. Auch ein schönes Smogon, muss ich sagen, in der Electro City. Hier wieder, genau. Schon die nächste. Was die nächste. Das vierte Booster. Aha. Hey, wir haben jetzt sozusagen eine Box aufgemacht. Drei Booster. Nee, vier. Sind ja, vier. Wir sind an der zweiten Pinbox. Das ist die zweite Pinbox. Okay, Entschuldigung. Also ihr habt fast schon garantiert in jeder Pinbox ein Shiny. Ja. Mindestens. Gut, ich würde es jetzt nicht garantieren. Nee. Plus, minus. Aber ja, so von der Range. Aber bis Range jetzt die war das so. An guten Karten. Und natürlich die Du bist noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Oh, süß. Trotzdem auch süß. Aber schau. Wow. Auch hier die Struktur wieder, die Shiny-Karten. Auf Englisch. Wow. Und ihr werdet feststellen, unten steht Shiny Vault, SV. Ja, genau. Das heißt, von den Shiny-Karten gibt es 94 insgesamt. Das ist jetzt Nummer 5. Nummer 5 von 94. Ultra Beast. Von 94 speziell. Wow. Unglaublich. Leute, unglaublich. Ich weiß nicht, ob wir noch so viel Platz haben hierhin, wenn wir so weitermachen. Ja, hoffentlich geht's so weiter. Vor allem die Karten, wir haben so oft nach diesen Karten, wir haben so viele Booster aufgemacht, das ist unglaublich. So viel von den Ultra. Und in den Boostern 4, das ist das fünfte Booster jetzt. Mal gucken, was wir hier drin haben. Mhm. Misty! Genau. Süß. Sichlor, Raupi, Rettan, Paras, Glumanda, Phlegmon. Ein hübsches Phlegmon. Sehr. Hier mal richtig in Action. Trainer. Die Trainerkarte. Und wow! Was ist das für ein Glurak? Wow. Das habe ich was auch ist das für ein Glurak? Gesehen. Guckt euch das Artwork an. Es ist irgendwie, es sieht aus wie ein Kleber. Aber es ist unglaublich. Es ist ein bisschen 3D-mäßig. Ja. So wie drauf gesprayt oder wie. Wow! Und vor allem hier auch der Rand ganz verschwunden. Ne? Das ist wirklich im Vordergrund. Art. Das ist Full Art. Wow. Flamethrower. Auch die Flamme, wie sie nach vorne geschossen. 9 von 68. Das ist das regulären Set drin. Im regulären Set, in den ersten 68 Karten, kriegen wir also GX. Wir kriegen ganz spezielles. Unglaublich. Zeug. Und dann noch die Shinies oben drauf. Und dann noch eine schöne GX, ne? Das ist wirklich noch eine schöne GX. Mhm. Hey, das sind ja Hammerkarten drin. Macht so Spaß, die Booster aufzumachen. Ja, also echt. Wirklich, holt euch die Boxen. Das ist krass. Holt euch alle das Boxen. Das ist unglaublich, was in diesen Boxen drin ist. Ja, echt. Das jedes ist Booster. Das eine Belohnung. Unglaublich. Jahre, die wir Pokémon gesammelt. Giovanni, das war ein gutes Giovanni, Zeichen vorher. Rocco. Caupadour. Geile Karte. Sieht cool aus, wie gezeichnet. Mhm. Wirklich cool. Sehr, sehr cool. Stern, du, Flengmon. Ja, es ist dann halt, Set ja, hat auch 68 Karten und wenn immer 10 Karten drin sind, genau. Leute, es läuft! Bitte? Bitte? Was hast du gerade gezogen? War das? Der nächste Trainer. Wo ist denn der hergekommen? Ist, das die, ist das die Reverse Holo? Eigentlich, die Reverse Holo fehlt. Was? Nein. Nein! Leute, was ist hier los?
Was ist hier los? Was haben die mit dem Set gemacht? Was ist das? Was haben die mit dem Set gemacht? Ich bin gerade voll. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich kann die Karten fast nicht mehr halten, Leute. Guckt euch das an. Geht das? Wie ist so etwas möglich? Dürfen die das? Gab's das? Ich kann mich nicht erinnern. Sowas habe ich noch. Ein Trainer zuerst und dann mit einer GX gespickt. Das kann doch nur ein Fehler sein. Ein Booster. Das war ein Booster. Ein Booster von dreien, die in einer Box drin sind, die 25 Franken kostet. Leute! Ich glaube, wir müssen dann eine Kartenjagd machen mit dem. Unglaublich! Wir zählen, wie viel Geld wir eigentlich mit dem Set machen. Krass. Wo wir öffnen und schauen, wie viel. Leute! Okay. War das? Glaubst du, du hast dein Glück aufgebraucht? Mir reicht's, Leute, mir reicht's. Ich übergebe hier, ich klatsch ab. Du kannst gerne. Nee. Boah, wow, Leute, ich muss aufhören. Man muss immer dann aufhören, wann es am besten ist. Ja, genau. Hoffentlich hast du mir auch noch was übrig gelassen. Also Sandro mit dem Goldhändchen. Okay. Hey, das ist ja heftig. Habt ihr das gesehen? Die Reverse-Holo-Karte ist einfach eine Trainer-Karte. Geht das? Dürfen die das? Ich bin das ist unglaublich. Ich hatte noch nie so Glück. Nein. Es ist unglaublich. Upsla, kaputt. So, nein. Es ist unglaublich. Ich kann mich nicht dran erinnern, so viel Glück gehabt zu haben in so wenig Boostern. Das ist, also ich muss auch sagen. Go, weiter geht's. Ich will auch so viel Glück haben. Drei Trainer. Okay. Otto-Ball. Kleinstein, Pikachu. So süß. Es sind wirklich so viele Artworks, sind so süß geworden. Oh, die kleine Tränchen. Oh, hat klingt wirklich. Oh, die Reverse Solo Enter. Und das Holo Zapdos. Was für ein Beginn. Wow. Zapdos in Holo. Wie die Funken springen. Wow. Upp, ich tu's. Ich tue es dahinter. Wir haben offiziell keinen Platz mehr runter. Offiziell! Es ist offiziell zu gut. Wir müssen weitermachen. Ich will am liebsten jetzt wirklich einfach irgendwann schnell Pause machen oder so. Wir müssen weitermachen. Oh, oh Gott. Okay. Giovanni, immer ein gutes Zeichen. Nochmal Rocco. Okay, der dritte Trainer in Folge. Zum zweiten Smogon. Pipi, Stern, Pummeluff, die Reverse Solo, ein paar was. Yes! Oh, die Leute! Die Vögel sind los. Oh die mein Karte Gott, schaut euch die Karte, ihr kennt sie ja schon, aber das ist einfach. Die auch noch in dem Set drin ist. Auch die noch drin. So wie wenn sie gesagt haben, wisst ihr was? All die GX, all die Trainer, Full Art, ist ja in Ordnung. Ich hab's am Anfang schon gesagt, aber ist euch eigentlich bewusst, was für Karten hier drin sind? Ihr seht's. Vor allem, sie haben noch Karten reingepackt. Ja. Es ist unglaublich, was da für Karten drin sind. Es wäre auf dem Markt. Ich pack noch die Zuckerpalme drauf. Ja, wirklich. Pack noch. Genau. Und es hört nicht auf. Und es will einfach nicht aufhören. So, ich komme der Sache schon etwas näher. Noch nicht. Ich hab's gespürt. Echt? Ich hab's gespürt. Weiteres Shiny. Wow. Shiny Mogelbaum. Aber noch nicht fertig. Okay. Aber hey. Wow, schaut euch das Glitzern an. Schaut euch die Effekte an. Das sind Karten drin. Das ist nicht zu fassen. Das ist unsere dritte Shiny-Karte. Die dritte Shiny. Und ich habe noch drei Booster. Das heißt, wir haben bisher drei Boxen geöffnet. Genau. Und schaut euch an, was wir bisher in den drei Boxen drin haben. Stellt euch vor. Es sind nicht 100 Booster, nein. Leute, es sind 12 Booster. Genau, und wir sind noch nicht durch. Das ist eine von 9 Boostern, was ein Viertel einer Boosterbox traditionell das ist. Sind das, ist kein... Booster, ja. Das sind erst neun Booster, Leute. Okay. Guckt euch die Pullrate an, es ist unglaublich. Oh je, yeah. Okay, weiter geht's. Komm, das Glück ist noch auf unserer Seite. Es ist richtig spannend. Es ist extrem spannend. Fleckmann. Was kommt als nächstes?
Anton, die Reverse Solo ist ein Ritter mit dem hübschen Arktos drauf und eine nächste. Oh Gott. Mewtwo! Die nächste GX-Karte hintereinander weg geht das. Es ist wirklich fast in jedem Booster. Ja. Nummer 31. In jedem Booster ist irgendwas drin. Ich habe echt keinen Platz mehr da hinten. Ich meine, wir machen dann noch ein zweites Video, nur um die Pros nochmal zu zeigen, aber das ist unerwartet. Ja. Unerwartet. Sehr unerwartet. Ich meine, es war unerwartet, heute das Set in den Läden zu finden. Es war unerwartet, dass die Dame es mir verkauft hat. Und jetzt ziehen wir sowas raus. Also das ist unglaublich. Ich streiche mir die Woche dick im Kalender an. Ja. Unglaublich. So, Carpador, die Reverse Solo, ein Fleckmann und... Mhm. Oh, wow. Oh, das ist, glaube ich, das schlechteste Booster bisher. Gut, nicht lange fackeln. Das letzte, allerletzte. Hey, drückt uns die Daumen, genau. Leute. Drei noch. Card Collectors, drei Vögel. Ja, das wäre es jetzt. Und natürlich noch so eine Shiny als Reverse Holo wäre natürlich nicht schlecht, aber klar. Aber es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich in jedem Booster was drin. Irgendwas ist drin irgendwas in jedem Booster. Okay, also... Rocco, die Spannung steigt. Mhm. Das letzte Booster. Drückt uns nochmal die Daumen. Wow. Was könnte hier noch drin sein, Leute? Es sind so viele. Steck zurück. Ich kann gar nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Nerven schnell auf das Kommende vorbereiten. Schnell entspannen, bitte. Hey, schaut euch das an. Das ist eine Evolution. Eine Evolution. Und es ist noch nicht fertig. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist los? Was haben die mit dem Set gemacht? Oh mein Gott. Was haben die mit dem Set gemacht? Oh mein Gott! Seht ihr das Gleiche, was da das Set ebenso neu ist, wusste man gar nicht, was da für Karten drin sind. Absolut. Seht ihr das? Es ist unglaublich, was die da reingepackt haben. Oh mein Gott. Wir und ihr sind die Ersten überhaupt, die sehen, was hier drin ist. Nicht in Japan, nicht in den USA. Hier bei uns auf dem Channel, seht ihr, wie das Set aufgebaut ist, was drin ist. Unglaublich. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Heute die ersten vier Boxen. Von, ich weiß nicht, wie viele wir öffnen werden, aber... Wow. Also habt ihr das jetzt aber mitgezählt? Es waren insgesamt 4 Shiny-Karten in 4 von den Boxen drin. Stimmt. Sprich, pro Box habt ihr, kann man so durchschnittlich sagen, definitiv eine Shiny drin. Und natürlich... Und dann... Einen riesen Stapel. Schaut euch den Stapel an. Und das sind alles, ich habe jetzt die Regular Holo habe ich rausgenommen. Das sind nur die Full Arts, Trainer... GX, Shiny, richtig. Wir fangen an, sehr gerne. Wir fangen an mit den Vögeln. Eine unglaublich schöne Karte, finde ich. Die kanntet ihr aber schon auch in unseren anderen Videos. Richtig, Sky Legends. Trotzdem, die Karte ist einfach einmalig schön. Die Idee von dem Typen. Genau. Drei Pokémon auf eine Tag Team Karte zu klatschen. Kann man nur beklatschen. Wirklich. Richtig. So, die nächste Karte ist die Entschuldigung. Die, das ist unglaublich. Die Trainer. Das ist unglaublich. Das ist echt so heftig, der Effekt. Wir hatten wirklich noch nie solches Glück. Es ist unglaublich. Pinsir. Die haben es wirklich gut gemeint. Mhm. Den kennt ihr das mit dem Salz? Wenn du so aus Versehen kommt der Deckel weg vom Salz und du denkst so, oh nee, jetzt habe ich alles versalzen. Dann hat er genau das gleiche damit gemacht. Wow, ups, das Glurak. Zu viel Gutes. Zu viel Secret Rare. Ups. Kommt uns zugute. Sehr gern, nehmen wir. Siehst du, das Aquana ist sogar noch drin. Ich finde das Regular Holo, dazu. Das definitiv. Und die Shinies. Ja. Das ist auch... Mit dem Shiny Hunting, dass wir viele Booster aufgemacht haben. Ja, und hier sind die 4 Stück gleich in also das ist heftig. Normalerweise hat man eine Shiny
definitiver, oder? Du hast in GX Ultra Shiny jeweils eine bis zwei dieser Shiny-Varianten bekommen, genau. Mit den kleinen, plus eine garantierte Shiny GX, also richtig, die Full Arts. Richtig, aber genau. Höchstens drei, also zwei von denen und eine dritte. Wow, schaut euch die an. Und wir haben das jetzt einfach so mal aus ein paar Packs gezogen. Schaut euch die an, Psyana. Einfach in grün. Die Farben sind so heftig. Mir fehlen die Worte. Leute. So, das Tonix. Auch noch nie gesehen, das Leer. Das ist echt auch was Neues. Und natürlich zum krönenden Abschluss. War wahrscheinlich sogar im Mewtwo, in der Mewtwo-Box drin. Die Chancen stehen, ja. Das Mewtwo GX Full Art. Und nochmal, wir können es nicht genug betonen. Wenn ihr eines möchtet, kommt zu uns. Wir haben es. Wir haben es. Wollt ihr auch solche Pulls? Kommt zu uns. Ja. Wir haben es. Genau. Haben wir noch was zum Weggeben? Wir haben doch da die erste Shiny, die wir gezogen haben. Die erste Shiny. Wir den Anfang gemacht haben. Das Shiny Mogelbaum. Das Shiny Mogelbaum. Das war für uns. Weil, oh nein, das Shiny Inkay, sorry. Das war das Shiny, ja. Ja, genau das haben wir. Das war für uns so der Startschuss und sozusagen das erste, das wir gezogen haben. Wollen wir es weggeben? Ich würde sagen, wir teilen es mit euch. Ja. Ich denke, sehr wir gerne. Teilen es mit euch. Das für euch, wie immer, auf Instagram folgen, teilen, kommentieren. Gebt uns eure Kommentare, was ihr von unseren Videos haltet. Gebt uns Vorschläge, was wir als nächstes aufmachen können. Und dann seid ihr dabei im Rennen um diese wunderschöne, hammermäßige Shiny-Karte aus dem neuen Set Hidden genau. Fates. Die erste aus einer langen Reihe von tollen Karten, die wir hoffentlich ziehen werden. Ja. Und hoffentlich gemeinsam mit euch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Wow. Aber eigentlich nicht mal wirklich das. Es war ein ständiges High. Es war, bam, ja, bam, bam, ja. Es war unglaublich. Also wir sind immer noch voll auf Hochtouren. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir müssen uns zurückhalten, dass wir jetzt nicht nur noch durch den Rest dieser Packs gehen. Ja, echt. Ich bin gerade ein bisschen... ein bisschen. Ich denke, feiert mit uns. Ja, unbedingt. Wirklich auch. Wir drücken euch die Daumen, wenn ihr es auch macht. Wir sind von Card Collectors, Pascal, Sarah und ich, Sandro. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.